Der dritte Otto-Brenner-Preis für Matthias Krupka und Katharina Lobenstein. Und ich darf jetzt Jurymitglied Harald Schumann für seine Laudatio auf die Bühne bitten vom Berliner Tagesspiegel. Ja, schönen guten Abend. Liebe Preisträger, liebe Kollegen, liebe Gäste. Es gibt Themen, die Journalisten schnell ein schlechtes Gewissen machen. Ja, es geht um eine im Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Ja, man müsste da dringend was zu machen. Ja, ja. Aber dann gibt es die andere Seite. Es ist ja so weit weg und so schwer zu recherchieren und so kompliziert. Also geht es jetzt einfach nicht. Nächstes Jahr vielleicht. Und das war's dann. Solche Themen gibt es leider zuhauf. Und die Handelspolitik der Europäischen Union in Afrika ist genau solch ein Thema. Ganz wichtig, zweifelsohne. Ja? Denn irgendwie hat das ja mit den Flüchtlingen, hat ja auch irgendwie mit der wirtschaftlichen Not in deren Heimat zu tun. Aber das findet eben weit entfernt statt. Und es sind so viele verschiedene Länder. Und alles ist sehr unübersichtlich. Und noch dazu ist das Thema bei den meisten Chefs auch wenig geschätzt. Soll man sich das antun? Ja, soll man. Und man muss es sogar. Das zeigen uns Katharina Lobenstein und Matthias Krupka mit ihrer Geschichte, deren Titel schon genial einfach zum Lesen reizt. Ein Mann pflückt gegen Europa. Bei der Überschrift habe ich damals schon gedacht, ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich das gelesen habe, gedacht, allein schon die Überschrift ist das Lesen wert und es geht auch dann so weiter. Da fordern die Regierungen der EU-Staaten seit Jahren, es gelte die Not zu bekämpfen, die Flüchtlinge nach Europa treibt. Und erst kürzlich wieder erklärte unsere Kanzlerin, ich zitiere, das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse und die Stabilität in unseren Ländern hängt auch davon ab, dass wir dort Hoffnung geben. Da denkt man doch, wow, die hat es verstanden. Aber dann gilt es genau hinzugucken, tun die Verantwortlichen auch das, was sie sagen? Und das haben die Autoren in diesem Falle wirklich vorbildlich gemacht. Anschaulich und sehr verständlich zeichnen sie am Beispiel Ghana nach, wie Europas Handelstechnokraten den dortigen Bauern genau das nehmen. Die Hoffnung, dass sie und ihre Kinder von ihrer Arbeit leben können. Denn die EU-Politik folgt ausgerechnet in Afrika einer primitiven, längst überholten ökonomischen Ideologie. Demnach kommen Entwicklungsländer wirtschaftlich am besten voran, wenn sie ihre Märkte für Importe öffnen und im Gegenzug ebenso zollfrei ihre Waren in die Industriestaaten verkaufen können. Und in der heilen Welt der Marktgläubigen produziert dann jedes Land, was es am besten kann, und alle gemeinsam steigern die Produktivität. Doch im wirklichen Leben hat das nirgendwo jemals so stattgefunden. Alle, wirklich durchgängig, alle heutigen Wohlstandsländer, von den Vereinigten Staaten bis nach Südkorea, haben die ausländische Konkurrenz immer erst dann zugelassen, wenn die eigenen Produzenten wettbewerbsfähig für den Weltmarkt waren. Und trotz dieses eindeutigen historischen Befundes haben die EU und deren Mitgliedstaaten jahrelang darauf bestanden, dass die Westafrikaner nur dann zollfrei Kakao oder Ananas nach Europa liefern dürfen, wenn sie ihrerseits Nahrungsmittelimporte aus Europa zulassen oder auch aus anderen Ländern. Darum, und das schildern die Autoren fast schon schmerzhaft, verlieren der Tomatenbauer Koyo Ekeneku und tausende seiner Kollegen in seinem Land die Käufer für ihre Ernte. Gegen die billigen Tomatenkonserven aus Italien und anderswo können sie nicht konkurrieren. Und so kommt es, dass sich in so vielen Dörfern die Klügsten und Stärksten auf den Weg nach Europa machen, um dort ihr Glück zu suchen. Und gleichzeitig erzählt die Geschichte aber auch, wunderbar eingewoben in diese Reportageszenen aus Ghana, wie diese absurde Handelspolitik abläuft. Also wie die Verträge zwischen den ungleichen Partnern überhaupt ausgehandelt werden. Und auch das gelingt dann trotz der scheinbar komplizierten Materie am Ende so, dass es jedermann verstehen kann, ohne dass man lange darüber nachdenken muss. Zum Beispiel, wenn der ghanaische Ökonom Kwabena Otto sagt, Freihandel zwischen Europa und Afrika, das ist wie ein Fußballspiel zwischen Real Madrid und der Schulmannschaft von Bully Bamboy. Dann versteht man. So muss man das auf den Punkt bringen. Ja?
Aber damit haben die Autoren es nicht bewenden lassen. Ihnen ist es dazu auch noch gelungen, Migranten in Europa zu treffen, die früher als Bauern in Ghana lebten. Und das ausgerechnet auf den Tomatenplantagen in Süditalien. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal gekippt habe, habe ich gedacht, das ist so platt, das kann gar nicht wahr sein. Aber es ist so. Es gibt das ghanaische Ghetto da auf dieser italienischen Tomatenplantage. Es gibt das wirklich. Und dort tun diese Ghanaer, diese Migranten, diese Wirtschaftsflüchtlinge, wie sie bei uns heißen, tun sie nun das, was sie früher zu Hause taten, Tomaten pflücken, allerdings für einen großen Agrarkonzern. Treffender als mit diesem Beispiel ist die ganze Absurdität der neokolonialen Handelspolitik in Afrika gar nicht zu beschreiben. Und so lüften Katharina Lobenstein und Matthias Krupa vorbildlich den Schleier der Komplexität, der Kompliziertheit, hinter dem die wahren Interessen der Handelspolitik zumeist verborgen werden. Und genau das, diesen Schleier zu lüften, ist die Aufgabe von kritischem Journalismus und hat allemal verdient, mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Matthias Krupa und Katharina Lobenstein. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Katharina Lobenstein und Matthias Krupa. Ja, Sie sind ganz wörtlich dem Weg der Tomaten gefolgt. Sie haben Koyo Ebeneko getroffen, einen Tomatenbauern im Südosten von Ghana. Und Sie waren auch in Apulien, in Italien, in diesem größten Tomatenanbaugebiet Europas. Welche zwei Welten haben Sie da erlebt, wenn Sie das kurz mal schildern? Ganz ähnliche Welten, wenn man sich die Arbeitsbedingungen angeschaut hat. Also die Menschen, die in Ghana Tomaten pflücken, können davon kaum leben. Und die Menschen, die in Italien Tomaten pflücken, zumindest die, die wir dort getroffen haben, können das auch nicht. Insofern war dieses Grundproblem bei beiden gleich. Aber der große Unterschied ist eben, dass die Menschen, die in Italien die Tomaten pflücken, die wir getroffen haben, dass in der Regel durch verschiedene Mittelsmänner tun für große Unternehmen, die diese Tomaten weiterverarbeiten und das haben wir ja gerade schon gehört, dann nach Afrika exportieren. Nun ist eben die Situation für viele afrikanische Bauern so desolat, dass sie gezwungen sind, nach Europa zu kommen, um dort unter miserablen Bedingungen das Gleiche zu tun, wir haben es gerade gehört, genau wie in ihrer Heimat, nämlich Tomaten pflücken. Es ist einfach sehr absurd, wenn man das so hört. Aber dem Ganzen liegt ja eine bestimmte Politik zugrunde. Was ist das, was da falsch läuft? Die Absurdität besteht darin, und das war im Grunde genommen der Ausgangspunkt der Recherche, zwei Dinge zusammenzubringen. Das heißt, die eine Diskussion über die Flüchtlinge, wo man sich ganz schnell verständigt hat in der politischen Rhetorik, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Das ist einer der Sätze bei allen Differenzen, die alle unterschreiben können. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese Handelspolitik der Europäischen Union gegenüber Afrika. Die gibt es länger, als es die aktuelle Flüchtlingskrise gibt. Und im Grunde genommen, diese beiden Dinge zusammenzubringen, daraus entsteht die Absurdität, die Katharina dann bei ihrer Reise sozusagen oder bei dem Versuch der Spur der Tomaten zu folgen, in Italien vorgefunden hat. Es ist der Versuch, zwei Politikfelder sozusagen zusammenzubringen. Mhm. Was muss denn langfristig passieren, damit die afrikanischen Bauern wieder sozusagen mitspielen können? Im Moment ist das ja so ein großes Ungleichgewicht. Damit die überhaupt wieder mitspielen können auf dem Markt, gibt es inzwischen auch ein paar Zugeständnisse oder ist die Situation immer noch sehr schwierig? Also es gibt im Zuge der Verhandlungen dieser Economic Partnership Agreements, also wir haben sie, glaube ich, in dem Text die kleinen Schwestern von TTIP genannt, also es geht da um genau solche Freihandelsabkommen. Da gibt es ganz geringfügige Zugeständnisse, dass zum Beispiel bestimmte Zolllinien nicht mit 0% gelabelt werden, sondern mit 3 oder mit 5. Aber grundsätzlich ist
die Lage momentan, glaube ich, relativ für die afrikanischen Bauern relativ aussichtslos, weil das ja nicht nur Europa ist, was in den Markt dringt, sondern auch China ganz massiv. Also da wird eigentlich die Region von zwei großen Playern in die Mangel genommen. Und du bist damals der EU-Korrespondent gewesen, du weißt das besser, was da in den Verhandlungen momentan noch in Bewegung kommt. Wäre ich jetzt Sprecher der EU, würde ich Ihnen antworten, wir, die EU, machen das sehr viel besser als die Chinesen, das stimmt. Wir nehmen mehr Rücksicht als die Chinesen, das ändert aber nichts daran, dass wir es eben auch nicht gut machen. Ja, es gibt gewisse Ausnahmen, ja, einige Länder, nämlich die ganz, ganz armen Länder, sind ausgenommen, es gibt Übergangsfristen und all diese Sachen. Aber die Idee, die Philosophie dahinter, nämlich, Harald Schumann hat es eben gesagt, dass man mit Freihandel auf jeden Fall den Wohlstand mehrt und eben auch wenn man, und das ist ja das Problem, das ist in diesem Zitat von den beiden Fußballvereinen drin, wenn man von zwei komplett unterschiedlichen Ausgangspunkten kommt. Dieses ist kein Stück sozusagen völlig ungleiche Partner. Also völlig ungleiche Partner. Ja. An dieser Idee ändern all diese Ausnahmen und Übergangsfristen nichts und diese Idee wird auch von der EU, jetzt muss man mich fragen, wer die EU ist, aber von der EU als Ganzes im Prinzip nicht in Frage gestellt. Umso wichtiger, dass Sie darüber schreiben. Vielen herzlichen Dank, Matthias Krupper und Katharina Lobenstein. Danke.